Nightjet 490 Wien Hauptbahnhof nach Hamburg Altona. Nightjet 40 420 Innsbruck Hauptbahnhof Hamburg Altona. Es ist 2.45 Uhr mitten in der Nacht und unser Auftrag ist, fahren Sie diesen Nachtautozug von Würzburg Hauptbahnhof nach Kassel-Wilhelmshöhe. Zuglok ist natürlich die Baureihe 101, 701,8 Tonnen schwer, 17 Wagen und 374,4 Meter lang. Gefahren wird dieses Szenario auf der Strecke Kassel-Würzburg und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trains in World 3 zusammen mit mir. Ich bin der Danny, spielt das und ich würde sagen, ich beginne einfach mal. So, als erstes müssen wir natürlich unseren Zug aufrüsten, wie immer. Machen wir jetzt allererstes mal den Fahrtrichtungswender nach vorne. Öffne die Türen. Ja, und machen den dann wieder auf. Neutral machen, Spitzensignal ein, machen Zuglichter ein, das lassen wir, das machen wir auf ein, dann gehen wir, müssen wir aufsteigen, aufstehen, weil nämlich unsere Zugsicherungssysteme noch eingeschaltet werden müssen, in Form von SIFA, PZB und LZB, SIFA, PZB und LZB, so. Dann haben wir natürlich noch die AFB einzuschalten. AFB. So. AFB. AFB. Das hätten wir auch soweit erledigt. Dann können wir den Fahrtrichtungswender wieder nach vorne verlegen. Können, müssen oder müssen sogar hier noch den Bremsschlüssel aufsperren. So, da müssen wir noch... Ach, wir haben noch was vergessen. Siehst du? Wir haben noch was vergessen. Und zwar müssen wir natürlich Spitzensignale. So, das ist ganz wichtig. Das funktioniert nicht. So. Wir können es wieder hinsetzen. So, es ist Leuchtespitzensignal auch. Was haben wir jetzt noch? Genau, die AFB müssen wir noch aufschalten auf 40. So. Das hätten wir soweit. Da würde ich sagen, sind wir eigentlich abfahrbereit. Können uns derweil draußen noch umsehen. Und ihr seht es vielleicht schon. Ist nicht die gewöhnliche Baureihe 101 in ihrem gewöhnlichen Rot, sondern die 50 Jahre Intercity-Version. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Ist immer wieder schön anzusehen. Und würde sagen, wir machen da ein hübsches kleines Foto von. Wenn nicht dieser Mast da im Weg stehen würde. Aber egal. Können wir nichts machen. So, wir haben noch 3 Minuten. 2,5, um genau zu sein. Schauen uns hier mal ein wenig um. München, Fulda, Hamburg, Altona. Das ist also die Station, die dieser Zug bedient. Da steht noch ein Quitschi. In Form von 425. Nicht einsteigen. Und viel interessanter ist es, was hinten an unseren IC-Wagen noch dran ist. Da steht übrigens noch ein Güterzug, wenn ihr es seht. Hier fährt noch ein Zug nach Bamberg, Hamburg-Altona. Hier fährt ein ICE 1022 nach Dortmund Hauptbahnhof ein. Über Frankfurt unter anderem. Und aber, wenn ich es noch schaffe, möchte ich euch gern zeigen, was hinten dran ist. Denn, ihr habt es vielleicht schon erkannt, wir fahren ja einen Nightjet und dazu gehört natürlich ein Autozug. Autowaggons. Und der ist gut gefüllt. Also ist kein Stellplatz mehr frei, wie ihr seht. Also natürlich führen wir auch noch den Autozug hinterher. Ich finde das immer ganz schön. Und das ist heute unsere Aufgabe. Wir fahren über Fulda bis nach Kassel-Wilhelmshöhe. So, dann können wir mal wieder langsam zurückgehen zu unserem Zug. Beziehungsweise zu unserer Zuglok. Damit wir auch gleich die Türen schließen können. Hier im nächtlichen Würzburg Hauptbahnhof.
wunderschön. Ihr seht die Sterne, den Halbmond, traumhaft. Wunderschön. Auf den Straßen ist noch ordentlich was los, wie ihr hört. Obwohl es schon mitten in der Nacht ist und jede Menge Quietschis stehen da rum und warten auf ihre Einsätze. Und wir haben jetzt gleich Ausfahrt. Aus dem Würzburger Hauptbahnhof. Bitsteck oder Bitsteck. Wie auch immer, kein Ausgang. Da geht's ins Nichts. Da darf man nicht rum. Ja, nun denn, dann ist das halt so. So, noch 15 Sekunden, dann ist Abfahrt. Um genau 2:50 Uhr. Und bitte. Schließvorgang eingeleitet. So, wir haben Ausfahrt. Erste Station, Fulda Hauptbahnhof. Ja, bei der 101 muss man immer erst ein bisschen nachhelfen anscheinend. Also die Bremse ziehen. Nochmal ein wenig ziehen und dann wieder lösen, damit die überhaupt reagiert. Komisch, aber es ist halt so. So, auf geht's. Fulda werden wir dann gegen 3:30 Uhr erreichen. So, befreien. Zugbeeinflussung. Können wir uns derweil ein. Zugbeeinflussung. Derweil auch. Wunderschön. Dann können wir auch mit der AFB schon höher gehen. Nämlich auf die 100 km/h. So. Ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Und dann können wir zusehen, wie unsere 101 den Bahnhof verlässt. Wunderschön, wunderschön. Habe ich mich jetzt erschrocken. So, die LZB greift ein. Während da noch ein Regionalexpress steht. Ihr seht es vielleicht links. 146 mit Tostos. Da können wir schon ein bisschen mehr aufschalten hier. Und die AFB können wir dann auch aufschalten bis zum Ende. Dann werden wir gleich unsere Reisegeschwindigkeit oder die Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges erreichen von 200 km/h. Wunderbar.
Da kommt schon der erste Tunnel. Und ihr seht es hier da oben. Die Hand. Seit dem Update gibt es ja dieses Zeichen, dass man eben genauer Bescheid weiß, was man zu tun hat an den einzelnen Stationen. Diese Hand bedeutet, das steht ja auch daneben, anhalten. Und dann gibt es ja noch diesen Pfeil, glaube ich, der heißt durchfahren oder auf jeden Fall überfahren oder über einen Ort fahren, so heißt das. Und ich finde das sehr hilfreich. Ist ein schönes neues Feature. Die Speicherfunktion soll ja auch sich verbessert haben durch dieses Update und wir werden das testen, indem ich in Fulda halt dieses Video unterbreche, auch das Szenario unterbreche und dann zum anderen Zeitpunkt dort weitermache. Und wenn die Speicherfunktion funktioniert, gibt es dann keine Probleme, wir können ohne Probleme dann in Fulda unsere Fahrt nach Kassel-Wilhelmshöhe fortsetzen. Aber so weit sind wir noch nicht, wir haben noch 84 Kilometer bis Fulda, eine gute halbe Stunde, ja. Ein bisschen mehr, 50 Minuten, 40 Minuten ungefähr und dann schauen wir mal weiter. Kommt uns schon der ein oder andere Güterzug noch entgegen. Bin mal gespannt, ob uns auch Fernzüge entgegenkommen. Regionalexpresse vielleicht nicht unbedingt mitten in der Nacht, aber vielleicht Fernzüge, die auch in der Nacht fahren. Bin ich mal gespannt. Vielleicht der ein oder andere ICE oder auch vielleicht IC. Oder ob es wirklich nur jetzt dauerhaft Güterzüge sind. Also, da bin ich schon sehr gespannt. Die war. Wir natürlich wieder Steigung ohne Ende. 1,3%, also schon krass. Ist natürlich klar, dass wir da nicht unbedingt auf die erlaubte Geschwindigkeit kommen. Weil da hat der Zug ganz schön zu ziehen, weil wir haben ja nicht nur die IC-Wagen hinten dran, ja auch noch die Autowaggons. Vollgepackt oder vollgestellt mit Autos und das ist natürlich schon ordentlich Gewicht, was unsere Lok dazu ziehen hat. So, ich habe mir übrigens einen anderen Gaming-PC bestellt, weil ich einfach hoffe, dass ich eine bessere Grafik habe und es auch ruckelfreier vonstatten geht, weil ich hier denn leider immer hin und wieder mal leichte Ruckler drin habe und ja, um das einfach in Zukunft zu vermeiden und euch noch eine bessere Qualität zu liefern oder zu präsentieren, habe ich mir einen anderen PC bestellt. Meiner steht übrigens zum Verkauf. Wer da Interesse hat, kann sich gerne in den Kommentaren melden. Preise und Details werde ich dann genauer bekannt geben bei ernsthaftem Interesse. Also wer da Lust hat, sich ein PC zuzulegen für relativ günstiges Geld,
kannst du es gerne in den Kommentaren kundtun und wir werden es dann einig, mit Sicherheit. So, und ich bin gespannt, ob es noch Regen gibt auf unsere Fahrt, weil ich habe dynamisches Wetter. Und da weiß man ja nie. Schnee würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten am 16. Oktober, aber den einen oder anderen Regenschauer oder den Sturm könnte durchaus möglich sein. Gewitter, weiß ich nicht, im Oktober könnte sein, ja. Je nachdem, wie warm es da noch ist. Von daher lasse ich mich überraschen, was da auf uns zukommt jetzt im Laufe der nächsten 75 Kilometer. Ob wir eine sternenklare Nacht behalten, aber ob Wolken aufziehen und wir dann noch den einen oder anderen Regenschauer zu erwarten haben, man weiß nie. So, im Moment ist hier ein bisschen wenig mit KI-Verkehr. Bis auf den einen Güterzug ist da uns noch nichts entgegengekommen. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Schön. Wunderschön. Also die Steigung hier, die sind echt massiv. Wahnsinn, also. Schon wieder 1,3. Also da steht 200 darf der Zug eigentlich fahren, aber im Moment haben wir 160. Warum weiß ich nicht, habe die AFB auf 200, aber LZB-mäßig dürfen wir im Moment anscheinend nur 160 fahren. Wir fahren übrigens die 101.041-2 im Führerraum 1. Und so sieht es also aus hier. Also ihr könnt es ja da sehen. 160. Und deswegen ist das halt leider so, dass wir nicht schneller fahren dürfen. Aber ohne HUD können wir fahren. Brauchen wir bei LZB nun wirklich nicht. Oder HUD, HUD, nennt wie ihr es wollt. Ich nenne es HUD. So, eine halbe Stunde fahren wir noch. Es ist 3 Uhr. Auf die Minute. Ich bin gespannt, ob wir auf diesem Teilstück noch schneller als 160 fahren dürfen, fahren werden. Oder ob wir jetzt bis Fulda wirklich nur bei 160 bleiben.
Warten wir einfach mal ab. Ich meine aber von Fulda dann nach Kassel, da kommen dann doch schon ein paar Stellen, wo man schneller fahren darf. Auf dieser Strecke, auf diesem Streckenabschnitt bis Fulda von Würzburg aus bin ich mir jetzt nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. So, die meisten Fahrgäste werden mit Sicherheit schlafen in ihren Schlafwagenabteilen. Glaube ich, könnte das auch ganz gut. Nachts fahren im Schlafwagenabteil, schön schlafen dabei. Ich glaube, es gibt nichts Geileres. Ich glaube, man schläft wirklich da richtig gut, wenn man im Zug fährt. Dieses Fahrgeräusch, diese Fahrbewegungen und dabei einschlafen. Ich glaube, bin mir sicher, dass das richtig, richtig schön ist. Oh, und wenn ich das richtig sehe da oben, links ziehen die ersten Wolken auf. Sollte es vielleicht wirklich noch Regen geben? Also ihr seht, es bewölkt sich so langsam. Ist zwar noch sehr, sehr löcherig, aber die ersten Wolken sind da, auch am Horizont. Also so ganz sternenklar ist das nicht mehr. Also es könnte durchaus noch was runterkommen. Also bin da echt gespannt. So, das haben wir mit Sicherheit Gefälle, weil nämlich die Leistung zwischendurch weg ist. Hört ihr es? Jetzt höre ich Sifa. Ja, wir haben 0,8% Gefälle, wollte ich doch sagen. Hört man sofort. So, gleich dürfen wir 250. Das wird dieser Zug nicht dürfen, aber vielleicht dürfen wir wenigstens auf 200. Das wäre doch schön. Übrigens, meine nächsten Touren, Spotter-Touren, meine nächste Tour wird mich wahrscheinlich nach Leipzig führen und bin ja schon fleißig am Plan mit ein paar Leuten. Wenn ihr Bock habt, auch mit nach Leipzig zu kommen, dass wir da zusammen alles spotten. Sobald ich meinen Urlaubsplan fest habe oder fix habe, beginnt die Planung für nächstes Jahr, Frühjahr. Habe ich vor, nach Leipzig zu fahren und könnt ihr in den Kommentaren gerne reinschreiben, dass ihr mit wollt, dass ihr zusammen mit mir und ein paar Leuten in Leipzig spottet. Zugtickets müsst ihr natürlich selbst bezahlen, logisch, und wenn ihr Bock habt mitzufahren, schreibt es in die Kommentare. Termin wird noch bekannt gegeben, früh genug. Und wenn ihr dann keine Ferien habt oder wenn ihr dann irgendwie arbeiten müsst, c'est la vie. Ich weiß noch nicht genau, wann es stattfindet. Es findet auf jeden Fall nächstes Jahr im Frühjahr statt, weil es dann einfach nicht mehr so kalt ist und auch noch nicht zu warm. Von daher habe ich mir das Frühjahr rausgesucht. Weil es nützt nichts, wenn wir uns da bei minus 10 Grad oder so am Bahnhof stellen und spotten. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Da kann man es lieber im Frühjahr machen, wenn der Frühling da ist. Bei so 10, 12, 13 Grad, 15 Grad vielleicht. Vielleicht sogar 20. Dann macht das Ganze mehr Spaß. Und wenn ihr da Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Nächstes Jahr Frühjahr, Leipzig Hauptbahnhof, spotten. Sie fahren.
könnt ihr eventuell zwei, drei Leute mit aufs Ticket nehmen. Aber ich glaube, das geht nur bis 15 Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Von daher, alle Älteren müssten leider selber zahlen. Und alle anderen Ausgaben, die man dort so hat fürs Essen, Trinken, geht natürlich aus eurer eigenen Tasche. Ich glaube, das ist verständlich. Müsst ihr gucken, wie das mit eurer Zeit so hinkommt, wenn ihr das mit euren Eltern irgendwie noch bequatschen wollt, müsst ihr das natürlich, solltet ihr das natürlich tun. Die müssen ihr Erlaubnis geben. Ja. Aber ich glaube, das ist selbstverständlich. So, dann haben wir noch, ja, 54 Kilometer. Das geht doch. Das geht doch. In der Sache so langsam näher. Aber natürlich. So, ohne Ende Tunnel hier auf der Strecke, aber es ist ja hinlänglich bekannt. Ich glaube, es gibt keine andere Strecke, die so viel Tunnel hat. Ist mir auf jeden Fall nicht bekannt. Wenn ihr es anders wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lasse mich gern verbessern. Schade, dass man jetzt nicht in die Wagen gucken kann, also in die Passagieransicht. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber so ist das halt im Realen. Im echten Leben geht das ja auch nicht als Zugführer. Man einfach in die Wagen geht, schon gar nicht, von der Lok aus. Ist ja logisch. Also es kommt uns auch nichts mehr entgegen hier, ne? Absolut nicht. Kein Güterzug und schon gar kein Personenzug. Wahnsinn. Komplett allein auf weiter Strecke.
Das Einzige, was hier noch fährt, sind PKWs. Irre. So, die Bewölkung wird dichter, wenn ich mich nicht täusche. Also schon ziemlich bewölkt, wenn man so ganz genau am Horizont guckt, dann sind da nicht mehr viele Löcher. Hey, ein Güterzug. Es hat schon angefangen zu regnen, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ich glaube, es regnet schon. Ja. Ja, es regnet. Dann machen wir mal die Scheibenwischer an. Kriegt man gar nicht mit, wenn man dort im Tunnel fährt. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir Intervall. Ja, wunderbar. So wollte ich es. Wunderschön. Ey, jetzt noch einer. Wahnsinn. Jetzt geht's aber auf Schlag hier. Erst Kilometer lang gar keine Züge. Jetzt direkt zwei hintereinander. Und ich hab's noch gesagt, ne? Mal gucken, ob's regnen wird. Und zack, haben wir den Regen. Oh, oh. Da müssen wir mal ein bisschen abschalten hier. Da waren wir ein bisschen am... Hatten wir doch ein bisschen Radschlupf. Ja klar, logisch, die Schienen werden ja auch nass und dann passiert das schon mal schneller mit dem Radschlupf, wenn man da zu viel Leistung aufgeschaltet hat. Gerade bei dem Gewicht. Also, man ist ordentlich am Riechen, wenn man das mal so hört. Sifa! Schauen wir mal, ob wir überhaupt pünktlich ankommen in Fulda. 3:30 Uhr sollen wir, wie gesagt, da sein. Wir haben jetzt ganz genau 3:12 Uhr. Sollten wir eigentlich schaffen. 40 Kilometer noch.
Schauen wir mal. Vielleicht auch noch ein Gewitter? Oder ist es da im Oktober? Doch, wenn 16. Oktober, das könnte durchaus noch ein Gewitter kommen, wenn es warm genug ist. Also wird ja da durchaus noch mal 20 Grad machen. Haben wir auch zum Beispiel heute. So einen schönen, späten, goldenen Oktober. Mit gut 20 Grad, das war richtig angenehm heute. War mit meiner Familie heute noch auf einem Volksfest und ich muss sagen, es war richtig schöne, angenehme Luft. Nicht zu warm, nicht zu kalt und ein richtig schöner, goldener Oktober. Siebenunddreißig Kilometer noch. Bis Fulda. Da seht ihr es, 3:30 Uhr. Sollen wir da erscheinen? Also sind gut 16 Minuten. Bin ich mal gespannt. Es ist ordentlich am Schiffen, wenn ich das mal so sagen darf. Siefer, 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 Siefer. So, haben wir mittlerweile schon fast 5000 AP gesammelt, weil wir hier schön die ganze Zeit unter der Geschwindigkeitsbegrenzung fahren und damit sammelt man ordentlich, jedes Mal plus 30 auf so einer langen Fahrt. Jo, wir haben Gewitter, habt ihr es gesehen? Da war der erste Blitz, da haben wir wieder alles dabei, ich habe es doch gewusst, dass wir im Oktober locker noch Gewitter kriegen können.
da war's. Jetzt haben wir alles dabei. Gewitter, Regen, sehr, sehr schön. Das mitten in der Nacht. So geil. Das liebe ich eben am dynamischen Wetter. Dass wirklich alles kommen kann. Das ist traumhaft. Also jetzt nicht unbedingt das besonders gute Wetter zum Nachtspaziergang, was jetzt hier gerade vorherrscht. Ah, da wird es ein bisschen unruhiger für die Fahrgäste hinten drin, weil wenn der Regen so auf die Dächer prasselt und das Donnern, also das könnte schon, ist ein bisschen unangenehm mit Sicherheit. So, noch 28. Oh ja, ihr hört's. Es ist fleißig am Donnern. Ich würde sagen, dann lassen wir den Zug gleich mal vorbeifahren. Dann schauen wir mal, ob wir so einen nächtlichen Gewitterblitz sehen, der den Nachthimmel erleuchtet. Das wäre natürlich mega. Jetzt haben wir 0. Ist immer ein rotes Signal, wahrscheinlich. Die LZB sagt 0. Zu Ende ist sie noch nicht. Bin ich jetzt mal gespannt. Was passiert jetzt? Es
erstmal passiert die SIFA. Immer noch 0 zu erwarten. Jetzt bin ich mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Also so wirklich gebremst werden wir jetzt noch nicht. Ah, jetzt geht's gegen Null. Ihr seht, wie der blaue Punkt da nach links wandert auf dem Tacho. Und jetzt kommt auch die Bremse, jetzt wird die Bremse reingehauen. Ah ja, 1,2 Kilometer haben wir da noch rot. Jetzt wieder grün. Aber immer noch auf Null. Ich bin echt gespannt. Wieder rot. Die gute LZB macht, was sie will, macht, was sie soll. Sehr, 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 sehr schön. Die automatische Bremsung. Traumhaft. So, und ich fürchte, diesmal bleiben wir wirklich stehen. Ah, ne. Ist gerade auf grün gesprungen. Na dann. Gewitter scheint ja schon wieder sich verzogen zu haben. Nichts mehr am Donnern. Wir haben weiterhin rot.
So, die Rotphase scheint sich dann erstmal erledigt zu haben, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Gelbes Vorsignal. Grün. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier, weil haben wir noch knapp 10 Kilometer und nicht, dass wir hier gleich irgendwo in eine PZB-Falle rasen. Das wäre äußerst unangenehm. Oh, eine 187 in Dispo-Lackierung. Wunderschön. So, 11 Kilometer noch. Und wir haben ständig rot. Wahnsinn. Also es wird knapp mit 3.30 Uhr. Es wird echt knapp. Natürlich. Das Gewitter scheint sich verzogen zu haben, aber am Regnen ist es immer noch. Und ich glaube auch nicht, dass sich das bis Fulda jetzt noch ändert.
Also das werden wir bis 3.30 Uhr nicht schaffen. Wir haben noch 8 Kilometer. 2,5 Minuten, glaube ich nicht. So, wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt schon mal auf 200, auf 100. Da müssen wir nämlich sowieso gleich hin. So, was haben wir denn jetzt gleich? Wieder 280? Das kann doch nicht stimmen. So, ich bleibe jetzt erstmal bei 100, weil was soll ich jetzt noch auf 200 oder 160 beschleunigen? Für 5 Kilometer, das ist jetzt Blödsinn, finde ich. Schaffen werden wir es sowieso nicht pünktlich, hätten wir auch so nicht geschafft. Da kommt was. Eine 187 mit Güterzug. So, 140. So. Ich denke mal, es sind so zwei, drei Minuten, die wir verspätet in Fulda ankommen, aber das liegt jetzt zum einen an den ganzen Rotphasen zwischendurch, wo wir dann gebremst wurden. Und natürlich jetzt auch daran, dass ich jetzt seit einiger Zeit nur noch 100 fahre. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil jetzt ist eh 100, von daher...
bei dem Regen ist das dann wieder so schwer zu bremsen, bevor wir da irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Kann man lieber schon frühzeitig auf die gewünschte Geschwindigkeit runterbremsen. Ich glaube, dann macht man nichts verkehrt. So, ich bin mal gespannt, ob wir automatisch an dem Bahnsteig anhalten, LZB-mäßig. Bin ich jetzt wirklich gespannt. Kommt erstmal 100. Ja, 0,0. Ihr seht's, wir werden automatisch angehalten, so wie es aussieht. Oder? Nee. Wohl doch nicht so aus. Bremsen wir mal lieber vorsichtshalber selber mit. Das wären wir doch selber gebremst. Das ist ja sehr schön. Ich war mir jetzt nur nicht sicher, nicht, dass wir da doch drüber sausen. Deswegen habe ich ein bisschen mitgebremst. Ja, ich sagte ja, so 2-3 Minuten kommen wir später an den Fulda. Passt hier ungefähr. Ziehen wir noch ein Stückchen vor bis zum Zielpunkt. Türfreigabe. 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 Ein bisschen drüber weg. Ein bisschen drüber weg. Es geht gerade noch. So, Türen entriegeln. Das machen wir. So, dann gehen wir mal raus aus unserer Lok. Gehen wir uns hier hin. Und machen jetzt Folgendes. Gehen wir auf Einstellungen. Zack. Gehen dann auf Allgemein. Gehen hier runter, Spiel speichern. Aktiviert. Das ist sehr gut. So, jetzt wollen wir doch hier wieder raus. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ah ja. So, da machen wir Speichern. Der aktuelle Spielstand wurde gespeichert. Ja. Ich habe das gerade beim Kollegen gesehen, bei dem stand dann noch dieser Hinweis, dass das anscheinend noch nicht so richtig funktioniert. Bei mir ist das jetzt anscheinend nicht, sondern der aktuelle Spielstand wurde gespeichert. Ja, schauen wir mal, ob das so bleibt. Speichern wir vorsichtshalber nochmal. So, dann gehen wir wieder unserem Szenario, warten hier noch, bis die Türen geschlossen sind, beziehungsweise bis die Zeit abgelaufen ist. Wir machen dann hier weiter im nächsten Video in Fulda, fahren dann unseren Zug weiter bis nach
Kassel-Wilhelmshöhe. Und wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Sonntag. Für alle, die in Sachsen wohnen, schöne Herbstferien. Bei uns hier in NRW sind die ab morgen wieder vorbei. Da dürfen die Kinder wieder zur Schule. Und ja, allen anderen wünsche ich noch einen schönen Sonntag, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedeni Spieters. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye. Während hier noch ein Güterzug reinfährt. Habt's gut. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedeni Spieters. Bye, bye.